Bum, bum, bum. Always knew I'd make a good pilot. What? Keine Ahnung, ich lasse es erstmal. Aber wir gehen auf eine Schnitzeljagd. Wir wissen jetzt, was wir tun können. Wir können nämlich hier die Tür öffnen. Wir können zurück den Tresor öffnen. Du kannst dein Maul halten. Und ich kann mich weiter umschauen. Um auch alles zu sammeln. Oder gesammelt zu haben. Ja. Ernsthaft? Okay. Eins, zwei, vier. Hä, hab ich überhaupt richtig? Doch. Das ist hier richtig. Okay. War jetzt geradeaus. Genau. Hier nach oben und dann war da die Tür direkt. Ja. Falls noch nicht gesagt haben, heute sollte auf jeden Fall willkommen zurück. Folge geht wahrscheinlich schon über 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich zusammenschneide. Auf jeden Fall, hi. No. Oh, jeez. Oh, boy. Seit wann seid ihr bitte hier? Ist euer Ernst? Ja, okay, kein Wunder, dass ich jetzt so viel Muni bekommen habe. Die muss ich ja alle aufgeben. Was erwartet mich hier? Ein komplett neues Gebiet? What? Ein großer Reference-Raum, wo sie sich versammeln und dann über Aktien und alles Mögliche reden. Aha, wird auch geraucht. Aha, cool. Mhm, mhm. So viel Stress, die Aktien sinken. Oh no. Was soll ich hier finden? Warum soll ich hier hin? Ein weiterer Cheat? Abgenutzt. Finde 5 Cheat-Kassetten. Das waren alle? Aha. Aber hier ist noch was. Also angeblich ist da noch was. Okay. Muss eigentlich hier was sein. Hier sind Münzen. Ding, ding. Ja, okay, die beiden Münzen. Zum Heilen und Abspeichern. Ja, der ist auch direkt hier nebenan. Das könnte ich theoretisch auch direkt tun. Wo können wir noch lang? Also hier den Saal, also den Raum, wo wir speichern können, da gibt es auch irgendwo was, was einsammeln können. Das ist keine Ahnung. Hier gibt es eine Tür, wo wir nicht rein konnten. Und hier fehlt irgendwo ein Item. Und ansonsten geht es, glaube ich, beim Tresor weiter. Ja. Genau. So müsste es sein. Ich weiß aber nicht, ob ich schon speichern will. Hier ist Tape. Und das war es auch schon. Okay, hier war Tape. Perfekt. Ich nehme direkt mal die Opportunity und pack den blöden Schlüssel weg. Den brauche ich nicht mehr. Und dann noch den hier, glaube ich. Den brauche ich auch noch. Ja. Das brauche ich erstmal nicht, glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung. Muss ich kurz überlegen. Ich sollte eventuell abspeichern. Aber eigentlich will ich nicht hier abspeichern. Eigentlich will ich. Wo will ich abspeichern? Im Garten, da, bei der 2. Ich glaube, da will ich erstmal abspeichern gleich. Mhm. Mhm. Die Tür ist offen, ne? Mhm. Das ist hier für mich eine Abkürzung. Perfekt. So, ja, hier war die Heal-Flasche. Und da kann ich gerade mal. Ich kann noch mal versuchen, da reinzukommen. Warte, war da noch was? Hä? Der Raum ist immer noch rot. Hier ist noch irgendwas? What the? Oh. Da war noch eine Bombe drin. Oh, die habe ich übersehen. Lol. Ah, diese Interpunktion-Bomben, die. Die feiere ich eigentlich auch gar nicht, wirklich. Möchte ich ehrlich sagen. So. Der führt den Spielplatz. Genau. Warte. Bevor wir jetzt. Wo gehen wir als nächstes hin? Tresor oder Spielplatz? Tresor oder Spielplatz? Tresor? Spielplatz, Tresor. Erstmal Tresor. Aber dafür erstmal da rein. Wie gesagt, hier, hier, wo ich hingucke, da ist ein Raum. Aber da konnten wir nicht hin, weil das zu ist. Vielleicht ist es jetzt offen, aus irgendeinem Grund. Ich teste es. Ach, hier war der Film, ne? Ja. Nee, ist verschlossen, immer noch. Okay, keine Ahnung.
Mit den Statuen habe ich auch keine Ahnung, was mit denen machen muss. Ja, okay. Warte mal. Das sieht da hinten aus, als wäre es zu, aber es ist offen, oder? Doch, das ist offen. Wie das am Rumsingen ist die ganze Zeit. Es wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen, doch einmal kurz abzuspeichern, weil ich habe so verdammt viele Münzen. Einmal kurz healen und speichern wäre nicht schlecht gewesen. Habe ich nicht dran gedacht. Ich weiß auch immer nicht, warum ich sparsam umgehen wollte. Ist auch egal jetzt. Wir wissen den Code. Er ist. Nein. Ja, 7. 12. Warte. 7. 12. 4. Nicht? 7. 12. 4. Reden wir gerade über einen anderen Tresor oder so? Oder was? Muss ich das im First Try schaffen? Oder muss ich erstmal andersrum drehen? Tatsache, andersrum drehen. Was ist mit meiner Hand passiert? Patron? Die Sicherung! Und die Lösung, die ich gerade einfach komplett geskippt habe. Ah. Verstehe. Okay, das macht Sinn. Ist jetzt doof, dass ich keinen Platz habe, ne? Ich kann sogar sehen, wie viel hier wo ist. Ja, ich glaube, ich benutze jetzt einfach mal mein Healing komplett unnötig, aber dann haben wir es jetzt zumindest im Inventar. Wir sind hier aber nicht fertig. Es gibt hier noch ein Rätsel mit dem Ding hier. Wo wir irgendwas drücken müssen, damit das aufgeht, damit wir hier noch ein Item bekommen. Das ist aber für später. Merken wir uns aber. Ich überlege jetzt noch schnell den schnellsten Weg wieder zurück. Okay, doch, ich habe mich vertan. Wir müssen dafür erstmal zum Garten. Da war ja mittendrin im Garten der Fahrstuhl. Aber bevor ich da jetzt hingehe, werde ich noch mal einmal kurz abspeichern. Habe ich Full Heal? Ich bin Full Heal, perfekt. Ja, nur kurz abspeichern. Das heißt, ich nehme hier kurz ein paar Cent raus. Nehmen. Dafür ist ja noch genug Platz. Speichern. Okay, den Stunden an Gameplay jetzt erstmal abgespeichert. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ich habe so viel Stuff, ne? Brauche ich den Schlüssel überhaupt noch? Ey, sorry, ich bin komplett angewiesen an die Karte in diesem Let's Play gefühlt, aber ich will nochmal sicher gehen, dass ich diesen Schlüssel nicht mehr brauche. Weil wenn ich den jetzt einmal weglege, dann werde ich mich sonst aufregen. Ne, ich glaube, ich brauche ihn wirklich nicht mehr. Ich tue jetzt aber weg. Zack. Den können wir auch gleich abgeben. Werden jetzt wahrscheinlich irgendwas einsammeln müssen, oder? In dem Raum. Komm, das benutze ich eh nicht. Das hole ich mir einfach gleich ab. Und, oh. Die Muni lege ich erstmal zur Seite. So, hier, das soll doch genug Platz sein für was auch immer wir finden sollten, oder? Außer wir finden das Ding. Da muss ich ein paar Sachen wegschmeißen oder so. Oder ich gehe hin und her. Das war auch nervig, oder? Naja. Genau. Ich geh jetzt mal hier rein und dann hier lang. Ne, erstmal deinen Schuss ab. Ach, keine Ahnung, schau mal. Okay, jetzt bellt er mich an. Wann rennt er auf mich zu? Gar nicht. Perfekt. Perfekt. Nur tut er mich anbellen. Das ist ja okay, das darf er ruhig. Soll er doch. Okay, perfekt. Wo sind wir hier? Hier muss es irgendwas Wichtiges geben. Warte. Runterspringen? Warte mal. Hier ist eine Tür. Aber scheinbar sollen wir da nicht rein. Sieht so aus, ob die Dübel in diesem Eimer hier reinpassen. Die Dübel? Die. Was für Dübel? Welche Eimer? Oh. So zu sehen. What? Hier müssen wir was reintun? Müssen wir da irgendwie abchecken, ob da was ist an diesen Orten?
Also vier in diesem Haus. Und ansonsten. Warte, das sind wirklich einfach die Eimer. Dübel in Eimern. Ach, die Dinger! Dübel. Plastikdübel mit Puppengesichtern drauf. Und die müssen wir überall verteilen. Ich verstehe es. Ich verstehe. Ja, ja. Die sind überall diese Characters. Ja, ich verstehe schon. Hier kommt Ricky rein. Wo war er? Okay, gucken wir uns gleich an. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Springen wir erstmal runter. Ach, das ist ein Fast Travel. Das ist ein Fast Travel, okay. Hier ist der Dude. Trademark. Der Dude, Trademark. Wo war das jetzt? Hier? Ich glaube schon. Wo sind wir eigentlich gerade? Das ist Ricky. Gott, das muss ich mir jetzt alles anschauen und merken, ne? Alter. Okay, alle Characters mir anschauen. Überall umschauen. Hier ist ein Girl. Grünhaariges Mädel. Ist direkt hier, okay. Ich glaube, das hier zählt das. Ich glaube, das hier wird gemeint. Ganz unten dann. Am also direkt neben dem Eingang und an der Seite des Hauses. Da kann ich von hier aus schon irgendwas sehen. Das wäre hilfreich, wenn ja. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn gleich mal killen. Weil mir sonst auf die Nerven gehen wird. Hier ist Ray. Ray ist am Eingang. So versuche ich es mir jetzt mal zu merken. Wer ist hier? Ist hier ein Charakter? Ja, sehr gut, hier ist Ray. Warte, wir haben doch dieses Trompetendings bekommen. Kommt das hier hin? Da überlege ich gerade, denke ich gerade so viel nach. Das sind doch das. Das können schon Trompeten sein, oder? Okay, keine Ahnung, ob das zählt. Aber das kommt jetzt gerade so in den Kopf. Vogel! Ray und Bird. Komm jetzt hier oben hin. Die mache ich schon mal. Weiß gar nicht, wie der Vogel hieß. Pearl! Pearl hieß sie. Jetzt weiß ich wieder. Okay, Ray und Pearl. Hier. Pearl hier? Nein, was? Warte. Ray hier. Pearl hier. Die anderen drei muss ich noch wissen. Und auch in welcher Reihenfolge. Okay, das können wir, das können wir hin, das können wir hin. So, deshalb kann man ja runterspringen, weil das nervig ist. Ja, okay, verstehe. Kann ich an dem vorbei? Ich kann so vorbei. Ist ein bisschen umständlich, hier mal hin und her zu gehen, aber es ist besser, als wenn ich meine Muni an ihm verschwende. Bei draufschlagen sind sich die beste Option bei dem Dude. Bei dem Hund. Ja, ja, okay. Okay, 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 okay. Fangen wir von Anfang an bitte an. So. Ich komme rein. Das erste, was ich sehe, sind die Puppen. Die Familie. Okay. Familie. Den tut dich immer mobbe. Und wo sind die letzten? Goblet. Okay, Goblet ist rechts. Du bist Mitte. Und die Puppen sind links. Also von links nach rechts. Puppen. Den Dude und Goblet. Das krieg ich hin, das krieg ich hin. Okay. Das ist nicht schwer. Das ist kein schweres Rätsel. Man muss sich halt nur merken. Das kann etwas dauern. Warum kommt er mal zu mir? What the fuck? Oh nein. Oh nein. Er hat das gerade gesagt? Das hab ich verstanden. Alter, das hat mich gerade voll erschrocken. Der kommt jetzt aber nicht hoch, oder? Bro? Okay, er ist wieder auf seinem Platz. Schön. Okay. Scheiße. Ja. Da. Ja. The door unlocked. Schön auf Englisch. Hi. Darf ich mal? Unkrautvernichter. Dankeschön, Kumpel. Nett von dir. Okay. Das war alles. Also müssen wir das da unten vielleicht doch nicht machen? Hm. Unkrautvernichter. Perfekt. Ein Kanister mit Unkrautvernichter. Weed out.
Wir haben jetzt sehr viel von den Ingredients, aber noch nicht alle, glaube ich. Warte, was? Wieso haben wir die Dübel noch? Hä? Wieso haben wir die noch? Kann ich die wieder reintun? Ich kann ja nicht mehr interagieren. Okay, ich tue die einfach weg. Ja, komm. Gehen wir jetzt erstmal zum Elevator nach unten zurück. Und gucken, wo uns das hinführt. Genau. Denn da gibt es jetzt einen neuen Weg. Was machst du hier, Kumpel? Spawnt er einfach direkt hier, wo ich lang muss. Unfassbar. Ding dong. Okay, okay, ja. Ich überlege, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch in den Gullideckel reinspringen und zum Anfang zu gelangen. Und dann im Anfangsgebiet noch ein paar Sachen sammeln. Was geht ab, Kumpel? Ah, man sieht es auch. Man hat richtig krasse Reichweite eigentlich. Sollte man ausnutzen. Muss geradeaus. Okay. Ich hoffe, ich muss jemanden killen dafür. Wahrscheinlich aber schon, oder? Ah, die ist wieder da. Ja, von der hau ich ab. Okay. Wir tun erstmal alles hier weg, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Die Schüssel brauchen wir gar nicht mehr. Glaube ich. Hoffe ich. Glaube ich. Ja. Der Rest. Macht mal hier bitte Platz. Wir nehmen die Fuse mit. Das ist leider die Kombination nicht. Das heißt, ich muss das gleich ein bisschen rätseln. Ich weiß nur, ich glaube, auf dem zweiten Platz kommt der Stern. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Wir healen uns und speichern ab. Weil wir es können. Wir haben so viel Geld, also warum nicht? So. Full Heal. Full Save. Perfekt. Kann man mal machen. So. Ich bin wirklich stolz auf unseren Fortschritt. Würde ich mal so sagen. Würde ich mal so sagen. Okay, das hier ist der Stern. Den Rest muss ich jetzt irgendwie erraten. Irgendwie. Oder war das nicht der zweite? Ich dachte eigentlich schon, das ist der zweite. War, vielleicht habe ich mich auch vertan. Ich meine aber schon, das ist der zweite. War. So, hab nochmal nachgeschaut. Die Lösung ist Peak, Stern, Diamant, Herz. Ja. Ich habe auch mal beim eigenen Footage nachgeschaut. Also, ich habe es mir nicht merken können. So. Endlich können wir in diesen geheimnisvollen Raum. Hi. Na, wie geht's? Okay. Warum bin ich hier? Für eine weitere Bombe? Für was noch? Das war's? Also hier ist noch ein Aufzug oder irgendwas. Doch, ein Aufzug. Okay, das ist jetzt gruselig. Ich habe keinen erwartet. Wohin führt er mich? Achievement. Erhalt Zugang zu Bühne 5? Schatzsuche? What? Wo sind wir? Bühne 5? Stage 5. Da hinten. Oh, yeah. This is more like it. I could use a vacation. Das ist eine Vacation für dich hier? What the hell? Exit, ja, voll Exit. Hier sind Gegner. Ich bin vorbereitet. Klettern. Klettern? Was? Bist du irre? Du willst jetzt hochklettern? Bro, what? Lass es mal alle umbringen, oder? Würde ich vorschlagen. Können wir schwimmen? Oh nein. Oh no. Ich komme hier mal raus. Oh oh. Oh no. Oh no. Hilfe. Ich brauche hier. Hilfe. Okay, doch, ich komme raus. Ist eine Flaschenpost. Ich werde hier finden wir einzelne Rezepte. Einzelne Ingredients fürs Rezept meine ich. Sorry. Hier? Okay. Drei runde Steckplätze für eine Schatztruhe und da drin ist Gold und wahrscheinlich die Ingredients. Okay, hier haben wir eins gefunden, einen Diamanten. Ist hier noch irgendwo was? Okay, wir müssen uns hier wirklich umschauen, ne? Ich habe keinen Platz mehr für alles. Ein Edelstein, ist er echt? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, Bro. Ich gehe kurz die Fuse abgeben, tatsächlich, und dann sehen wir uns ja gleich wieder, damit ich genug Platz habe. Ansonsten, warte mal. Wenn ich jetzt sowieso schieße, vielleicht Muni. Habe ich wieder Platz? Ja, Leute, dann mache ich es gleich. Dann mache ich es erst gleich. Kann ich hier lang? Nee, okay, sieht so aus, keine Ahnung. Komm, Angriff! Oh Gott, das ist ein Pirat. Der hat mehr Leben als die anderen. Ja, viel mehr Leben. Okay, gut, dass ich gegangen bin, weil hier verliere ich sehr viel Money. Oh, jetzt ist er aggro. Hallo? Stirbt er mal? Bro, der hat ein ganzes Magazin gefressen, glaube ich. Das mache ich nicht nochmal. Wow! Die überleben extrem viel! Die ist ins Wasser gefallen. Nee, ich benutze auf den nix. Ich glaube, ich bin nur ein einziges Mal hier in Bühne 5. Das ist eine sehr interessante Bühne, muss ich sagen. Vielleicht die Flag capturen. Gewonnen! Naja, gewonnen haben wir erst ein paar Folgen wahrscheinlich, wenn wir dann hier fertig sind mit der Chose. Aber. Na gut. Was? Wieso kann ich hier sein? Hier muss was sein. Das ist eine Schatzkiste. Wie komme ich da hin? Hier runter? Ja? Nein? Was? Ist die nicht richtig? Ist nicht echt? Ist das nur fake? Nur so billig? So Plastik? Wahrscheinlich. Hier ist ein Messer. Oder halt. Okay, was für ein Messer? Ist eher so ein Säbel, was die Piraten benutzen. So ein Kampfsäbel. Mit einem weiteren Edelstein. Ja. 2 von 3. Das heißt, der letzte Edelstein ist wahrscheinlich dort in der Richtung. Gucken wir uns nochmal genauer um. Oder ist er hier? Warte mal. Ne, hier ist nur... Oh doch, hier ist noch Muni. Ah, nett. Dankeschön. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr gut. Da könnte aber auch was sein im Wasser, ne? Ich gehe gleich ins Wasser. Ich will erstmal hier nochmal lang. Und da bringe ich mich wieder zurück. Ne. Hier ist der Edelstein. Perfekt. Wir haben alle drei. Okay. Hm? Wieso stoppe ich hier? Aber vielleicht ist da noch, da könnte auch Bunny sein im Wasser. Oder ich ertrinke gleich. Weiß nicht, kann Gordon schwimmen? Wir wissen es nicht. Er kann auf jeden Fall hier ein bisschen rumplanschen. Plansch, plansch. Schnansch, schnansch. Naja, hier scheint nichts zu sein. Das ist nur gruselig, aber sonst ist ja nichts. Okay. Das waren zwei sehr starke Piratengegner. Wir haben jetzt... Insgesamt zwei Bomben noch, ne? Eine ist noch im Lager. Aha. Bom, bom, bom. Always knew I'd make a good pilot. What? Schlusspunkt? Eine freaking Minigun? Oder was soll das sein? Größe 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8? Oder meinte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ne, das macht keinen Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So eine Reihe? So zwei komplette Reihen? Oder wie groß? Vielleicht ist die kleiner als die Waffe, die ich in der Hand habe. Aber die ist schon riesig hier, die Waffe. Die muss ja noch riesiger sein. Das ist noch so ein Ticken weiter. What? Okay. Das hier ist definitiv Bonus. Das waren die Gegner auch so übelst stark. Ich leere mal mein Inventar komplett. Und holt's eben ab. Alter, wie endkrass. Was ist das denn bitte? Now I got sand in my boots. Ja, Sand in den Boots, in den Stiefeln. Passiert. Was ist das für cool eigentlich? Für die, die halt sich ja wirklich um alles kümmern, so wie ich. Das ist eine nette Belohnung. Bin gespannt, wie die Waffe sein wird. Ah ja, ja, hier ist auch langsam voll, ne? Ups. Ich kann hier Sachen verwerfen. Okay, Moment. Da, wo ein Häkchen dran ist, heißt das, ich brauche die nicht mehr? Ist es dann okay, wenn ich die wegwerfe? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Aber ihr seht es ja selber. Mein Platz ist ja leider super gering und ich weiß nicht genau, was ich wegtue. Ich versuche es erstmal so, weil meine Box ist komplett voll. Es passt nichts mehr rein. Klar, die Tafel könnte ich jetzt auch einfach abgeben. Aber ich würde das tatsächlich irgendwie lieber machen, wenn ich die andere Hälfte auch noch gefunden habe. Ich habe das Gefühl, das wird dann das Ende oder so sein.
Wir sind ja jetzt wirklich schon ziemlich nah am Ende, würde ich behaupten. Keine Ahnung, wie ich das alles zusammenschneide. Vielleicht mache ich auch zwei, drei super lange Folgen. Ich weiß es nicht. Aber ich mache ja eine komplette Session mit Backtracking und so. Ich hoffe, das reicht. Selbst jetzt, wo ich alles abgelegt habe, habe ich immer noch so viel Muni. Ich habe wirklich so viel verpasst, glaube ich. Wow. Bitte pass rein. Komm schon. Tatsache. Die Macht. Yeah, full stop. Die Macht der Rhetorik. Aha. Schlusspunkt. Mit 5. Was, die Muni? Die Patronen? Oder was? Das ist das beeindruckendste Stück Metall, das ich je gesehen habe. Junge, das sieht auch echt cool aus. Oh, habt ihr gesehen, wie das schießt? Wee! Wee! Sorry, wir brauchen kurz ein Testsubjekt. Schaut euch das einfach mal an. Oh mein Gott. Ich kann es nicht nach... Oh, ich kann es nicht nachfüllen. Das ist One-Time-Use. Okay, das war Verschwendung. Aber okay, wenn das leer ist, dann ist vorbei mit dem Ding. Und doch, wir haben noch genug Platz. Junge. Der Endboss kann sich warm anziehen. Denn der wird es richtig abbekommen. Wo gehen wir jetzt lang? Ich versuch mal, jetzt hier wieder nach außen zu kommen. Und dann beim Gullydeckel haben wir hier angefangen. Und wenn das klappt, dass ich in den Gullydeckel wieder rein kann, dann können wir uns hier nochmal umschauen und die letzten paar Items da einsammeln. Ansonsten ist halt die Frage, habe ich jetzt alles? Weil ich habe einen, okay, ich habe einen Filmentwickler. Ich habe einen Unkrautvernichter. Ich habe, wo war das? Hier, einen Trompeten, Trompetenpolitur. Ja, drei Sachen, das ist aber nicht genug. Ich habe aber auch noch diese Brille. Die Brille. Jetzt weiß ich's. Die Brille ist doch von Pearl. Die können wir die irgendwie geben? Das ist die Brille von Pearl. So können wir die vielleicht besänftigen. Indem wir ihr die Brille geben? Aber frisst sie mich nicht direkt? Das müssen wir mal austesten. Aber erstmal muss ich irgendwie wegkommen. Exit? Na gut, ich höre erstmal auf mit Spielen.